Yo Leute, willkommen zu einem kleinen Update-Video bezüglich jetzt der kommenden Gamescom, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Video hier online geht, ist die Gamescom schon online gegangen. Um es mal eben zu erklären, ich bin nur Samstag auf der Gamescom. Ich wäre gerne 2 Tage gekommen. Leider haben die Veranstalter der Gamescom das ja jetzt so verschoben, dass es jetzt ja für alle offen von Mittwoch bis Samstag ist und nicht mehr von Donnerstag bis Sonntag. Ist leider so. Ich habe also selber auch keine weitere Möglichkeit, länger da zu sein, weil ich Freitag nicht die Zeit wirklich habe. Und Freitagstickets gibt es ja sowieso jetzt schon gar nicht mehr. Diesbezüglich bin ich nur einen einzigen Tag auf der Gamescom. Werde natürlich auch wieder wie gewohnt ein Video aufnehmen, also wieder für euch hier ein Gamescom-Video machen, aber es dieses Mal, wie gesagt, etwas anders lösen als die letzten Jahre. Das liegt daran, weil ich ein paar kleine Besorgungen gemacht habe. Zum einen habe ich jetzt hier so ein kleines Tischstativ, was ich aber auch in der Hand nehmen kann, um das ein bisschen besser aufzunehmen. Genauso auch wie mit der Soundqualität das halt etwas angenehmer mache, weil ich zum einen hier ein Mikrofon jetzt natürlich halt auch habe. Der einzige Nachteil ist, dass ich dafür ein extra Gerät hier nutzen muss. Was gerade eben schon eine Aufnahme kurz abgebrochen hat, weil irgendwie der Stecker rausgerutscht ist. Ich muss noch gucken, wie ich das dann noch regel. Aber was ich noch machen möchte oder machen werde, ist, neben dem Video werde ich auch auf Twitter zwischendurch ein paar Fotos posten. Also, damit man noch mal schon mal da etwas halt hat, werde da wohl extra Hashtag für fertig machen. Oder guckt einfach auf meinem Twitter-Profil. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr die Sachen natürlich auch abrufen. Das ist eigentlich das, was ich euch halt nur berichten wollte. Wann das Video wann mein Video bezüglich der Gamescom dann kommt, das weiß ich noch nicht. Ich muss es natürlich erst noch zurechtschneiden. Und alles Mögliche. Das heißt, es kann sein, dass das erst vielleicht Mitte der Woche oder so kommt. Es kommt darauf an, wie ich zeitlich es geregelt habe, nur dass ihr das schon mal wisst. Und das ist ein kleines und dieses Ankündigungsvideo wollte ich dessen halt machen. Gut, damit dieses Video jetzt hier nicht urlang ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns bestimmt auf der Gamescom. Ich werde wieder wie gewohnt ein Gamescom-T-Shirt tragen. Leider noch in meinem alten Logo, weil ich kein T-Shirt mit meinem aktuellen Logo habe. Vielleicht sieht man mir sicher dort. Und ich würde sagen, wenn euch dieses kleine, feine Ankündigungsvideo, was vielleicht lasse ich es drauf, weil das wird nach der Gamescom verschwinden. Wenn es euch aber trotzdem gefallen hat, dann lasst doch jemals eine kleine feine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dahin und ciao.